bist du denn da hingekommen, dass du diesen Weg gewählt hast? Also bei mir ist alles anders verlaufen wie nach Plan ursprünglich. Ich hatte auch mal den Wunsch, Mama zu werden. Und bei mir ist so viel schief gegangen. Also ich weiß, wie sich's anfühlt, unglücklich im Job zu sein. Ich weiß, wie sich's anfühlt, im ständigen Kampf mit dem eigenen Körper zu sein. Unerfüllter Kinderwunsch, gescheiterte Ehe, dann wollte ich auch nicht mehr existieren. Wenn ich meinem Leben ein Ende setze, dann ist das meiner Zwillingsschwester auch kaputt, das meiner Familie, Freunde unverschuldet. Das war so der Weckruf und ich habe gedacht, stopp, wir dürfen einfach unserer Freude folgen. Und da, wo unsere Freude ist, ist immer die Liebe. Katharina, ich danke dir für deine Zeit, dass du auch mit dabei bist, dass du auch Interesse gezeigt hast und sagst, yes, ich bin dabei und dass wir jetzt einfach uns hier einfinden können für dieses Interview. Du hilfst auch Frauen, die gestresst sind im Leben, um wieder einfach in die Balance zu kommen, einfach wieder im Einklang zu kommen. Wie bist du denn da hingekommen, dass du diesen Weg gewählt hast? Ja, also das ist jetzt schwer, mich da kurz zu fassen, aber ich versuche mich da kurz zu fassen. Wie oft im Leben, also bei mir ist alles anders verlaufen wie nach Plan ursprünglich. Ich hatte auch mal den Wunsch, Mama zu werden und bei mir ist so viel schief gegangen. Also ich weiß, wie sich's anfühlt, unglücklich im Job zu sein. Ich weiß, wie sich's anfühlt, einen unerfüllten Kinderwunsch zu haben, wie sich's anfühlt, im ständigen Kampf mit dem eigenen Körper zu sein. Unerfüllter Kinderwunsch, gescheiterte Ehe, das war so mein Tiefpunkt. Das war ungefähr vor 9 Jahren. Und dann wollte ich auch nicht mehr existieren. Und das, was mir damals mein Leben gerettet hat, war, da bin ich aus dem Schlaf hochgeschreckt und hatte ganz deutlich das Bild meiner Zwillingsschwester vor Augen und mit der Botschaft oder da kam mir die Erkenntnis, stopp. Ich hatte nämlich auch meinen Plan, meinen Suizidplan, alles im Kopf und da kam die Nachricht, wenn ich meinem Leben ein Ende setze, dann ist das meiner Zwillingsschwester auch kaputt. Das meiner Familie, Freunde unverschuldet. Das war so der Weckruf und ich habe gedacht, stopp. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ich verlasse die Ehe, weil da ist auch die ganze Liebe gestorben, alles. Und dann an dem Tag habe ich sozusagen mein Leben angepackt, bin dann ganz, ganz neue Wege gegangen und das, was mir am Anfang geholfen hat, wieder zu Kräften zu kommen, weil ich war mitten in der Depression. Ich war quasi gar nicht mehr am Leben, abgemagert, mental, psychisch. Und da war ich auch ganz kurz bei einer Psychologin. Ich habe nur noch geheult und da hatte ich auch so irgendwie so eine Einfindung oder ich konnte mich so betrachten wie aus einer Metaebene. Und die Frau hat geredet, es hat mir zwar gut getan, auch die Unterstützung von Familie hat mir gut getan. Da kam es wieder wie ein Weckruf. Das ist zwar schön, aber die Kraft, die darf aus mir kommen. Ich bin der Mensch, der mich da rausholen kann. Und dann habe ich gedacht, so was mache ich jetzt. Und dann hat mein Weg zum Glücklichsein, der ist durch die Küche gegangen. Ich habe die Tortenkunst entdeckt und ich war in der Küche, ich habe Torten kreiert und dann irgendwann bin ich draufgekommen, Moment mal, in der Zeit, in der ich in der Küche war, da hatte ich keine Angst, keine Schmerzen, keine Trauer, sondern im Gegenteil, da war ich erfüllt, glücklich,
voll im Flow, voller Liebe. Und dann habe ich einfach gedacht, ach Kathi, dann mach doch einfach mehr, was mich glücklich macht. Und so bin ich dann meinen Weg gelaufen. Aber viel Zeit hatte ich nicht, um mich wieder aufzurappeln. So 3 Monate später kam dann der nächste Schicksalsschlag. Meine Schwester hat per Notkaiserschnitt meinen Neffen zur Welt gebracht. Hat es zuerst geheißen, der Lian wird niemals laufen können, der hat Hirnblutungen und so weiter. Und 3 Tage nach der Geburt kam dann die Nachricht, dass mein Neffe mit der Besonderheit Trisomie 21 geboren worden ist. Da ist so eine Welt für mich zusammengebrochen und da habe ich mich noch gequält mit der Frage, warum darf ich keine Kinder bekommen und meine Zwillingsschwester eins mit Besonderheit. Ich habe eine Nacht durchgeweint, aber am nächsten Tag habe ich klarer gesehen, bin ins Krankenhaus gefahren und als ich den Lian in meinen Armen hatte, da habe ich gewusst, hey, das ist scheißegal, was das Kind hat. Das ist unser Fleisch und Blut und ich liebe den über alles. Und der hat bei mir so ein Mindshift bewirkt. Der hat eine Tür in eine ganz andere Welt geöffnet. Und da habe ich wirklich gemerkt, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann bin ich Step by Step meinen Weg gegangen. Das sind jetzt 9 Jahre. Ich habe jeden Lebensbereich aufgeräumt, meiner Freude gefolgt und habe halt gemerkt, dass ich immer höhere Bewusstheitsebenen also geschafft habe und umso bewusster ich geworden bin, umso glücklicher wurde ich, umso weniger brauche ich in meinem Leben. Ich bin so unfassbar glücklich, unabhängig und das möchte ich ja den Menschen beibringen oder darin unterstützen, so glücklich zu sein, dass wir unabhängig von Menschen, von Ort, von Zeit, von Dingen sind. Denn das ist wirklich die wahre Stärke und dann ist man auch gewappnet, egal was im Außen passiert, Corona, sonst irgendwas, Inflation, ich bin trotzdem glücklich ohne Ende. Und es ist alles machbar und ich habe das jetzt alles auf natürlichen Wege durch Selbsterfahrung erfahren, gelernt. Auf dem Weg habe ich Rezepte zum Glücklichsein studiert, gelernt. Ich habe jetzt dann der letzte Lebensbereich, den ich aufgeräumt habe, wo für mich das Schwerste war, war das Berufliche. Gelernte Industriemechanikerin, das ist alles, aber das ist wirklich gegen meine Natur. Ich bin so kreativ, kommunikativ, ich liebe Menschen und ich habe immer gedacht, da muss ich weg. Das Geld hat mich halt immer da gehalten, 35-Stunden-Woche, ah, easy. Aber umso mehr ich den Weg zu mir selbst gegangen bin, umso schlimmer wurde das für mich, weil das überhaupt nicht meinen Werten entsprochen hat. Dann vor 2 Jahren hatte ich den Mut, meinen Job zu kündigen und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Life- und Business Coach in Frankfurt. Bin total aus meiner Komfortzone, 1,5 Jahre. Und während den Coachings habe ich einfach gespürt, das ist alles mega geil, was wir da machen. Aber ich habe gedacht, die Menschen, die sind so gestresst. Das, was wir in den Coachings erarbeiten, das ist doch nicht nachhaltig. Ja, wenn sie motiviert sind, die haben Bock drauf. Machen Sie das eine Weile, aber wie oft ist es, dass die wieder zurückfallen in ihre ungesunden Muster? Dann dachte ich, da muss noch was anderes her. Und da bin ich auf die gesunde Stressbewältigung gestoßen. Und das ist für mich so ein Game Changer. Selbst mit dem Thema verstehe ich so viel. Da kann man wirklich jedes Thema lösen. Und wenn wir eine starke Stresskompetenz haben, dann haben wir es geschafft, sage ich immer. Also das ist wirklich das, weil Stress hat wirklich jeder Mensch. Und wir können einfach lernen, damit gesund umzugehen.
Definitiv eine sehr gute Ja. Beschreibung und Wahnsinn, was dir alles auch widerfahren ist und dass du so im Leben stehst. Ich sag mal, negativ ist einfacher. Du hättest aufgeben können. Hättest definitiv aufgeben können. Das wäre egal, was mit den anderen gewesen wäre, nachdem du was auch mal gemacht hättest. Und du bist den Weg gegangen, der an sich schwieriger war. Ja, also wirklich durch das Dickicht durch. Durch die Emotionen, durch das, was man vielleicht auch nicht sehen kann, durch die Schwierigkeit, durch nicht erfüllte Wünsche. Da spielt ja auch ein bisschen so mit das Ego mit. Und das finde ich, also da habe ich großen Respekt vor, weil das nicht nur einmal nicht einfach ist, sondern langfristig nicht einfach ist. Aber genau das ist der Weg, wo man sagt, okay, man taucht dann irgendwann auf, wenn man zu sich selbst kommt. Und die Erkenntnis, also das ist. Klar, es transformiert einen oder es hat dich transformiert und zu dem Menschen gemacht, letztendlich, die du bist oder der du bist. Und ich bin froh, dass es so gelaufen ist, sonst hätten wir dieses Interview auch nicht machen können. Aber in erster Linie geht es natürlich um die Gesundheit, dass es dir gut geht am Ende des Tages. Und du hast eine schöne Ausstrahlung. Ich meine, wir sind ja lose im Kontakt gewesen, längere Zeit, mal überhaupt keinen Kontakt, dann wieder doch aufgelebt. Und ich habe es immer gesehen, wenn du mal was geschrieben hast oder gepostet hast, habe ich manchmal darauf reagiert. Und was ich sehr besonders an dir finde, ist deine Energie. Deine Energie ist, ich bin da sehr, sehr achtsam mit, weil viele sind, was ist viele? Es sind einfach mehrere Menschen, die, ich will jetzt nicht dieses Buzzword toxisch raushauen, aber toxisch positiv draußen sind. Sie spielen das Positive. Und das kann sehr anstrengend sein, Thema Energiefresser. Und das spüre ich bei dir überhaupt nicht. Es ist einfach geradeaus, wie du schon gesagt hast, es ist unabhängig davon, was andere Menschen davon empfinden oder das betiteln oder wie sie es bewerten, sondern du freust dich, dann freust du dich. Bist du traurig, dann bist du traurig. Das lässt du dir nicht absprechen. Das finde ich schon Wahnsinn. Und das Thema der Wunsch, Mutter zu sein, kann ich mir, also ich bin ein Mann, ich komme da wahrscheinlich nie ganz ran. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das ein hartes Brett gewesen ist. Hat er viel mit Selbstliebe, Selbstvertrauen zu tun und viele, viele mehr Wünsche zu erfüllen. Das ist eh ein Riesenthema. Da können wir ein extra Video machen wahrscheinlich. Ich finde es schön, dass du das gefunden hast, wo du aufgehst. Wann hat das angefangen? Also ich meine, du hast ja schon beschrieben, als du angefangen hast zu kochen, also an zu backen und Lebensmittel halt hergestellt hast oder anders hergestellt hast und du bist da reingekommen. Aber wie hat das stattgefunden, wenn man so ein kleines Zeitfenster mal hat? Wie hat das Ja. stattgefunden? Also, ich glaube, das hat auch meine, sorry, meine Mama mir, meiner Schwester auch mitgegeben, dass wir schon in der Kindheit, wir waren immer in der Küche mit unserer Mutter. Das hat uns immer Spaß gemacht und wahrscheinlich war das schon ein bisschen so in mir. Und da, als die ganzen Lebenskrisen stattgefunden haben und so rückblickend kann ich das halt alles so identifizieren oder weiß das jetzt, boah, was habe ich gemacht auf natürliche Weise. Und es zeigt mir, in jedem Menschen von uns steckt so die natürliche Intelligenz. Wir haben alle nur den Zugang dazu verloren. Und ich weiß nicht, was mich gerufen hat, aber der Gang in die Küche und auch die Beschäftigung mit den Lebensmitteln, so bewusst im Hier und Jetzt zu sein, so dankbar zu sein, boah, wenn ich jetzt die Paprika esse, was macht es mit mir? Ich habe mich ja mit allem auseinandergesetzt, mit Ernährung und so weiter. Und ich habe einfach gespürt, geil, wenn ich mich ausgewogen ernähre, dann plötzlich habe ich voll die Energie. Früher, ich hatte die ganze Zeit, ich war nur müde, ich war null leistungsfähig, ich hatte chronische Krankheiten, Bindehautentzündung schon fast chronisch, überall Zysten in meinem Körper und
Schilddrüsenprobleme und das war alles, als es mir psychisch nicht gut ging mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Und jetzt so rückblickend, ich verstehe einfach alles und mein Körper hat mit mir gesprochen, der hat Warnsignale geschickt, Kathi, guck mal dahin, irgendwas läuft nicht gut. Und heute denke ich, da möchte ich so gern auch die Frauen davor bewahren, wenn sie einen Kinderwunsch haben. Ich war damals nur im Kampf mit meinem Körper. Und wie kann ein Körper ein Kind empfangen, wenn ich so im Dauerstress bin, im Alarmmodus? Das kann ja gar nicht funktionieren. Ich war da null in Liebe. Ich wusste nicht, was Selbstliebe ist. Ich wusste nicht, wer ich bin. Und das, ich sag's immer so platt. Aber im Grunde ist es so. Wir dürfen einfach unserer Freude folgen. Und da, wo unsere Freude ist, ist immer die Liebe. Weil Freude und Liebe, das ist ein Pärchen, das kann man nicht trennen. Und viele sagen zu mir, Kathi, ich weiß nicht, was mir Freude bereitet. Das finde ich so traurig. Bei mir ist heute so. Ich habe 100.000 Sachen, was mich so glücklich macht, da denke ich mir, oh mein Gott, der Tag ist ja gleich vorbei. Und das ist wirklich, das ist eigentlich auch einfach der Freude zu folgen und Essen, Genuss, und Essen ist ja nicht nur ein Grundbedürfnis, ohne Essen kein Leben, sondern pure Energie. Das hat ja auch eine Energiefrequenz und das, was ich esse, das ist reine Biochemie und ich finde, das strahlt man auch aus. Das sieht man den Menschen an, wie sie sich ernähren. Und das ist wundervoll. Und wenn man da dann noch den Genuss wieder kultiviert, weil den haben wir auch alle verloren. Die Mädels hauptsächlich tracken, oh nein, das darf ich nicht essen. Bei mir gibt keine Verbote mehr. Und da habe ich ja auch ein Buch drüber geschrieben, denn ich sage, die Dosis macht das Gift, denn alles, was ich mir verbiete, das wächst ja. Da, wenn ich keine Schokolade mehr essen darf, dann habe ich doch immer mehr Bock auf Schokolade und irgendwann eskaliert es. Und Essen ist ein wichtiger Bestandteil in jedem Menschenleben oder in jedem Leben. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Ansatz, denn du bist ja Buchautorin. Du hast ja ein Buch geschrieben und genau darüber ging es ja auch. Was hat dich dazu gebracht? Also ist das gekoppelt mit den Erfahrungen, die du vorher gemacht hast, oder war das jetzt eine andere Idee, einfach ein Buch zu schreiben? Ganz genau. Also diesen Wunsch, den hatte ich schon lange, ein Buch zu schreiben, aber hatte nie die Energie dazu. Und als ich vor 2 Jahren meinen ungeliebten Job losgelassen habe, dann plötzlich, ich hatte so eine Energie, ich habe mein Buch runtergeschrieben. Also mit Spaß und Freude. Und ich schwör's dir, nicht einmal hat meine Lektorin irgendwas umgebaut oder hat gesagt, das geht so nicht. Die hat gesagt, Kathi, du hast so Talent. Und das hat mir auch wieder gezeigt, ich habe einfach aus meinem Herzen geschrieben, meine Erfahrung. Und mein Buch trägt den Titel Mein Rezept zum Glücklichsein für mehr Bewusstheit, Selbstliebe und Foodporn. Und darin darf man meine Geschichte lesen, wie ich es geschafft habe, aus den Lebenskrisen mit dem Gang durch die Küche. Und da teile ich dann auch ganz tolle Rezepte, ganzheitliche Gesundheit, Frühstück, Mittag, sogar wie man Torten kreiert. Und da animiere ich die Leute. Ich möchte die begeistern, dass sie ihre Potenziale entfalten, einfach in die Küche gehen und sich so einfach wie möglich machen, den Kühlschrank öffnen und gucken, was habe ich für Lebensmittel? Aha, jetzt lasse ich mal meiner Kreativität freien Lauf. Boah, ist das geil und wie geil und einfach gesunde Ernährung geht, das muss eigentlich jeder Mensch in die Hand bekommen, weil das ist wirklich einfach. Es macht Spaß, es schmeckt geil, wir fühlen uns dann gut und wir dürfen auch Schokolade oder sonst was essen.
Weil wenn wir wirklich bewusst bei uns sind, das sage ich ja auch immer, noch keine Menschen ist von alleine Keks in den Mund gefallen. Das hat alles was mit Bewusstsein zu tun, mit Achtsamkeit. Sind wir achtsam? Früher habe ich ganze Packungen vernichtet, Süßigkeiten, alles Mögliche. Bei mir ging es auch Gewicht hoch, runter. Ich habe alles schon durch. Und heute, wenn ich das achtsam genieße, da sage ich auch immer, Genuss, wirklicher Genuss, begrenzt sich von ganz alleine. Wenn man eine Mozartkugel isst und ich genieße die wirklich und nimm die wahr, dann habe ich gar kein Verlangen mehr nach noch mehr. Weißt du, wie ich meine? Und das sage ich ja auch immer, den Menschen müssen wir holistisch betrachten, weil alles gehört zusammen. Ernährung, der Stresslevel, weil alles ist ein Kreislauf. Weil wenn ich gestresst bin, dann habe ich ja natürlich Bock auf Fett, auf Zucker, weil da braucht unser Körper schnell verfügbare Energie, wenn wir im Stressmodus sind, im Überlebenskampf. Wir kriegen das alles nur nicht mehr mit, weil das Normalzustand geworden ist. Und Stress provoziert halt dann eine ungesunde Ernährung. Und genauso ist es, ernähre ich mich total ungesund, dann erzeugt es Stress. Also das ist alles ein Kreislauf und den kann man durchbrechen. Und ich brenne für das Thema, weil das ist wirklich der Hebel für Lebensfreude, für Lebensenergie, für glücklich sein, wenn wir das verstehen. Also, Ja. das ist mega. Du sprichst komplett aus dem Herzen, das merkt man. Das ist schön. Das ist Ja. sehr besonders. Und gerade, ich habe gestern Abend ein Video gedreht zu dem Thema Stress und auch Lebensmittel und Schlaf, da wir auch mit Schlafexperten zusammenarbeiten. Und das Sport kommt erst danach. Also Ja. wirklich Ernährung und Schlaf, also gesunde Ernährung, gesunder Schlaf. Und dann kommt erst ein ganz kleiner Teil Sport, der das ausmacht, dass man sich wohlfühlt. Auch in den letzten Tagen hatte ich, also ich esse sehr wenig. Ich esse, wenn ich Hunger habe, aber ich habe nie Heißhunger oder ähnliches und habe das auch gut unter Kontrolle. Ich hinterfrage meinen Hunger, ob das jetzt wirklich Hunger ist zum Beispiel, und warte noch eine halbe Stunde, Stunde, bis ich dann wirklich richtig Hunger habe, bis ich merke, okay, das ist leer, da darf was rein. Trink aber trotzdem noch mal einen Liter und der Hunger verschwindet ein bisschen. Ja, und das sind so Sachen einfach. Wir haben heutzutage alles zu jeder Zeit verfügbar. Und meiner Meinung nach, vielleicht kannst du mich da korrigieren, was deine Erfahrung ist, oder ergänzen, das erzeugt auch eine notorische Langeweile und eine Grundaggression an Unzufriedenheit. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Ja, das ist ja auch, Studien beweisen das ja auch in Ländern, wo ganz viel Fertigessen konsumiert wird, da ist die Gewaltbereitschaft höher als in Ländern, in denen sie sich bewusster ernähren. Das hat die Ernährung hat einen direkten Einfluss auf unser Fühlen, auf unser Denken, auf unser Handeln. Das ist so wichtig, das können wir nicht trennen. Also das ist wirklich, wenn man sich mal Mühe gibt, sich damit auseinanderzusetzen und mal prüft, boah, wenn ich jetzt da eine geile Bowl esse oder immer da die Fertiggerichte, wie fühle ich mich denn da, wenn ich morgens aufwache? Und da dürfen wir einfach begreifen, dass wir mal Selbstverantwortung übernehmen für unsere Gesundheit und nicht warten, dass wir irgendwann mal zum Arzt rennen und sagen, so, jetzt heil mich, ich habe Schilddrüse, ich habe Übergewicht. Nicht die Ernährung hat die Menschen krank gemacht, sondern der Umgang damit. Und genauso ist es mit dem Stress. Nicht der Stress macht uns krank, sondern der Umgang damit. Wir können da so viel lernen. Selbstverantwortung, und das möchte halt niemand
nie, ich möchte jetzt niemanden angreifen, aber selten übernehmen Menschen Selbstverantwortung, weil dann heißt ja, Scheiße, ich muss jetzt meinen Arsch bewegen. Und es ist ja anstrengend, andere Wege zu gehen, weil unsere alten Programme, dafür brauchen wir wenig Energie. Und da ist ja das Schlimme, die Menschen bleiben in ihren alten Programmen, obwohl es denen immer schlechter und schlechter geht. Die werden immer unglücklicher. Das ist immer noch bequemer, wie den sexy Popo, sag ich immer, zu bewegen und neue Wege zu gehen. Weil das ist ja auch so ein Kreislauf, die können das nicht, weil denen die Energie dazu fehlt. Und da unterstütze ich ja auch, deswegen bei mir Coaching ist immer ganzheitlich. Wir können nicht nur einen Lebensbereich betrachten und was ist denn mit dem Rest? Das hängt ja alles zusammen. Ja, das stimmt. Du hast eine interessante Frage gestellt, worauf ich mal ganz kurz eingehen will. Dann können wir auch gleich mal auf das Thema Coaching kommen. Denn nach dem Aufwachen, sich bewusst zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wie fühle ich mich gerade, Ja. ist viel wichtiger als, wie spät ist es? Komme ich noch Ja. pünktlich? Weil das suggeriert ja, du musst nur noch funktionieren. Du existierst eigentlich nicht, Ja. sondern du funktionierst nur. Und wenn man sich morgens schon die richtigen Fragen stellt, dann kann der Tag an sich, egal was kommt, ob negativ oder wie auch immer was da kommt, entspannter werden. Nicht, dass er entspannt ist, aber er kann Ja. entspannter sein, als wenn man nur funktioniert. Ja. Hast du, also ich meine, du hast ja diverse Frauen, Männer wahrscheinlich begleitet, mental und auf Coaching-Ebene. Die Menschen haben ja diese Wiederholungsmuster. Ja. Wie sehr kommen sie aus diesem Verhaltensmuster raus durch deine Begleitung zum Beispiel? Ja. Also, ich habe es einfach immer gespürt, ja, das am Anfang, wenn die so begeistert sind und dann heißt es auch immer, boah, schon allein deine Energie, bringt die schon raus aus den alten Mustern. Und dann, wenn es zum Beispiel darum geht, mal morgens mit Wasser anzufangen und ohne Handy, ohne nix, also dass sie sich da mal geile neue Gewohnheiten kultivieren, dann sind sie oft dabei. Also wir fangen auch Step by Step an, little by little, ganz, ganz kleine Schritte. Und ich frage immer, was fühlst du jetzt, was würdest du als erstes verändern wollen? Und da ist es wichtig, und da habe ich gemerkt, wenn wir kleine Schritte gehen, die auch Spaß machen, deswegen heißt es ja auch bei mir, wir gehen die neuen Wege mit Genuss und mit Begeisterung. Wenn wir Bock drauf haben, dann merke ich auch, geil, die machen das. Und dann, wenn man das jeden Tag macht und durch Wiederholung, durch die Selbsterfahrung, dann kriege ich Nachrichten, boah, Kathi, ich stehe morgens wie eine Rakete auf, weil sie auch abends in ihrer Abendroutine was geändert haben. Und wenn die Leute dann merken, ich fühle mich ja plötzlich anders, hä, ich habe ja gar kein Mittagstief mehr, das müssen wir erreichen in dem Coaching, dass da ein positiver Effekt entsteht und zwar, der Weg, dass der mit Freude einhergeht, weil ohne Freude kannst du alles vergessen, weil das sag ich, Motivation muss aus dir rauskommen und die kommt unweigerlich, wenn ein Mensch mit Freude dabei ist, dann macht er das auch gern und das war ja auch genau mein Weg. Immer mehr die Freude kultiviert und dann ändert sich dein ganzes Leben. Und dann noch gepaart mit der gesunden Stresskompetenz, dann ist die Veränderung auch garantiert nachhaltig. Ja, definitiv. Klar, quasi ist man dann ja ein Glücklichsein-Experte, Ja, genau. So oder? nenne ich mich ja auch, weil ich ja aus allem alleine rausgekommen bin. Und ich lüge auch nicht, ich bin unfassbar glücklich. Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Ich stehe heute jetzt gerade als Single da. Ich habe keine Kinder. Heute möchte ich auch keine. Mit 40 ist es auch jetzt schon ein bisschen. Aber ich liebe ja auch
mein Neffen, meine Nichte, als wären es meine Kinder. Und ich sage immer, mein Leben, das ist ein Privileg, weil ich habe Kinder, aber kann auch sagen, geil, okay, jetzt wird es mir zu viel. Da, Melli, meine Zwillingsschwester, ich gehe jetzt und mache die Dinge, wo mir Freude bereiten, und ich bin nur für mich verantwortlich und ich liebe es. Für Menschen, die dich nicht wirklich kennen, kann ich sagen, dass ich dachte, dass du ein Kind hast, allein von den Instagram-Posts her. Die sind so liebevoll, authentisch, warmherzig. Und ich dachte, wow, du bist richtig glücklich mit deinem Kind. Und siehe da, ich habe jetzt gerade erst erfahren, dass es gar nicht dein Kind ist, also gestern oder vorgestern. Und umso schöner, also ist es anders gleich schön zu sehen, dass es gar nicht dein Kind ist und dass ihr so seid. Aber wirklich so seid. Und das ist wunderschön. Also für jeden bei Instagram, das ist eh alles in der Infobox verlinkt, könnt ihr gerne reingucken. Schaut mal bei Instagram vorbei. Es ist authentisch, liebevoll, positiv, nicht übertrieben, sondern einfach, das bist du. Also dieser Account, was da drin ist, das bist du, meiner Meinung nach. Klar, zeigt ja nicht alles wieder, was du zu 100% im Alltag bist. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Einblick zu dir selber und deinem Leben. Das finde ich sehr schön. Und auch von meiner Seite, vielleicht von anderen vielleicht nicht, aber vielleicht auch doch, sage ich Dankeschön dafür, weil es nicht jeder ist so authentisch und zeigt sich auch so. Also für manche manche Menschen brauchen Mut dafür, sich so zu zeigen. Du hast dich dafür entschieden, vom Herzen und machst es einfach. Und das ist schön zu sehen. Also Dankeschön Vielen Dank, Patrick. dafür. Ja, das ist ja auch eins meiner höchsten Werte, echt sein. Genuss, echt sein und Liebe. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht diese Werte lebe. Und es ist ja das, wenn wir uns selbst finden, uns kennenlernen, unsere Wahrheit leben, dann können wir gar nicht mehr anders wie echt zu sein. Und dann wollen wir auch keine unechte Freundschaften, keinen Partner, der uns nicht gut tut und so weiter. Genau. Also. Das Thema Freude und Energie passt ja gerade gut dazu. Ja. Also wo im Leben steht für dich Freude und Energie und wie wichtig ist das? Wie gehst du damit um? Also ohne Energie geht einfach gar nichts. Das ist ja das Schlimme, die Menschen, die gehen einen Job nach, wo denen überhaupt nicht gefällt, 8 Stunden oder 9 Stunden am Tag. Und da braucht man sich ja nicht wundern, wenn man dann heimkommt und keine Energie mehr hat, um seine Hobbys nachzugehen oder überhaupt mal welche zu suchen. Dann ist es klar, dass man nur noch Netflixen kann. Und das finde ich so traurig, weil da geht das Leben an einem vorbei. Und ich finde, nur wenn wir in unserer, und ich lüge nicht, ich bin von morgens bis abends so energiegeladen, komme was will. Und ich liebe auch alle Menschen, egal wo ich bin, bei mir passieren nur geile Sachen, weil die spüren das auch. Und nur ein Lächeln oder mal jemanden in die Augen zu gucken, das ist für mich irgendwie unbezahlbar, und das vermisse ich ja gerade auch, wenn alle nur so in ihre Handys reingucken. Da habe ich Angst davor, wohin sich die Gesellschaft entwickelt, vor allem unsere Kinder. Da möchte ich so gern auch was dafür tun, dass die Eltern da wirklich achtsam mit umgehen. Und ja, Energie ist einfach Leben, und das Leben wird immer geiler, umso mehr wir Energie haben. Und das ist ja auch, das sage ich ja immer, wir haben kein Motivationsproblem, sondern wir haben alle ein Energieproblem. Hätten die Menschen Energie, dann würden sie auch Dinge tun, die denen gut tut. Ja, Menschen handeln oft gegen den eigenen Prinzipien, die sie haben. Das ist sehr interessant, also sehr widersprüchlich. Ich glaube, wenn es Außerirdische gibt, die gleichgestellt sind mit uns oder höher intelligent sind, die würden sich fragen, okay, was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag? Es gab oder es gibt einen Comedian auf Instagram, TikTok und YouTube, glaube ich, der hatte sich selbst zweimal gespielt. Einmal als Alien und einmal als Menschen. Und das fand ich sehr, also ist es lustig, aber auch traurig, weil es wirklich so ist, wie er es darstellt.
Der Mensch beklagte sich um seine Müdigkeit und dass er trotzdem nicht schlafen kann, weil ihm einfach so viel umtreibt. Also Arbeit nicht ganz erledigt, die Frau oder der Mann ist nicht ganz zufrieden und hier und da. Und das ging die ganze Zeit so. Und dieses Wesen, also sich selbst gespielt, sagte dann, das klingt so, als wenn das Schlafen, was nicht funktioniert, noch anstrengender ist als deine Arbeit. Und da dachte ich mir, wow, ja, stimmt. Viele Menschen sind wirklich so. Die können kaum schlafen, sind deswegen gestresst und genervt. Da nervt das Kind, da nervt die Frau, der Mann, die Mutter, der Arbeitskollege. Jeder nervt, obwohl die nichts gemacht haben. Vielleicht einer, ja, aber die Resilienz ist nicht mehr existent. Und das ist der Punkt. Und ich finde, dass Frauen in einer Partnerschaft, wenn es um einen Streit geht, zum Beispiel eine sehr gute Frage stellt, die Männer nahezu immer falsch auffassen. Das ist die Frage, was willst du eigentlich? Und ich weiß nicht, ich gehörte früher selber dazu, ich habe selber immer als Angriff gesehen und habe einfach nur gekontert, anstatt die Frage zu beantworten. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir uns auch selber stellen dürfen. Jede Frau, jeder Mann, was will ich eigentlich? Weg von möchten. Möchten ist ein verkorkstes Etwas von will. Ja, wir haben noch einen Willen, also was ist möchten? Was will ich? Mehr Leichtigkeit, mehr Spaß, mehr Freude. Wie kriege ich sie? Indem ich mehr innere Klarheit zu mir selber habe. Und viele kriegen diesen Zugang nicht. Und deswegen bin ich immer happy, wenn Menschen sagen, okay, hey, ich habe ja, mentale Begleitung, nenne ich es ja immer. Ich bin weg von Coaching. Mentale Begleitung bei Kati habe ich gebucht, bei Patrick habe ich gebucht oder sonst was. Es geht ja nicht darum, dass das Geld kassieren, ja, oder dieser schlechte Ruf der Coaches, sondern es geht darum, jemanden externen zu haben, der das klarer sehen kann und der die Tools hat, die Mittel hat, zu sagen, hey, das kriegen wir hin. Erst recht langfristig. Kurzfristig kannst du gerne woanders hingehen. Wenn du langfristig Leichtigkeit haben willst, dann fangen wir mit der inneren Klarheit an. Und das sind die Menschen, das ist das 1%, die etwas tun. Der Rest, muss ich leider sagen, ist gefangen im Selbstzweifel-Labyrinth. Die bleiben dort, weil es einfacher ist, was es nicht ist. Das wird nur noch anstrengender. Und da bin ich immer froh, wenn Menschen jetzt zu dir kommen und sagen, hey, ich platze vor Energie gleich am Morgen schon. Und das muss jetzt nicht heißen, dass man übertreibt, das nächste Extrem. Wenn wir das alles richtig, also richtig machen, dann sind sie bei sich und starten den Tag. Und das ist so der Punkt, da wollte ich mit dir auch drüber sprechen. Potenzialentfaltung ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wie gehst du daran mit deinen Mentees und Klienten? Da kann ich das auch wieder ganz kurz beantworten, indem sie ihrer Freude folgen. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Wir dürfen anfangen, uns die richtigen Fragen zu stellen und anfangen, wieder ins Fühlen zu kommen, ins Herz, in die Liebe. Wir sind alle so verkopft. Und damit versauen wir uns alles. Wie fühle ich mich jetzt gerade? Worauf habe ich so unfassbar Bock? Für was bewundere ich Menschen? Kathi, du machst so geile Torten. Da sage ich, ja, du kannst es, wenn du das willst. Da ist immer meine Antwort, der Freude zu folgen. Dann gehst du den richtigen Weg. Absolut. Das Ja, ist ich musste mir gerade einen Satz von dir aufschreiben. Für was bewunderst du Menschen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sag mal, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann analysiere ich manchmal zu viel die Menschen da draußen. Nicht unbedingt immer ins Negative, aber man hat ja manchmal als Mensch auch den Hang, ein bisschen abzudriften. Und die Frage ist immer, warum beschäftigt man sich zu sehr mit anderen, anstatt mit sich selbst? Es hilft zur Orientierung ab und zu mal in bestimmten Situationen, andere nicht zu bewerten, sondern zu beobachten und gar nicht zu bewerten, gar nicht einzustufen, sondern einfach zu beobachten und fertig. Das Hirn hat aber natürlich ein anderes Design. Das Gehirn sagt, okay, wir müssen uns vor Gefahren bewahren. Und wir haben ja keine Säbelzahntiger mehr und wir haben hier auch keinen Krieg, zum Glück.
Die Probleme, die wir haben, sind Luxusprobleme. Mein Smartphone geht nicht mehr. Mein Freund, Mann, Frau reagiert nicht auf meinen WhatsApp-Nachricht, obwohl da zwei blaue Haken sind. Und so weiter. Also da kann man unendlich viele Beispiele bringen. Und diese Potenzialentfaltung beginnt doch immer mit uns selbst. Dass wir sagen, okay, ich starte komplett neu bei mir. Und wenn ich bei mir das nahezu beendet habe, was ja dann sich nie endet, gehe ich raus. Und dann ist es eigentlich immer ein Wechsel. 80% bin ich bei mir, 20% bin ich draußen bei den anderen. Was für Kernthemen hast du mit deinen Klienten? Also da hast du ja gerade auch wichtige Dinge angesprochen mit dem, was stresst mich, dass wir da schauen, aha, worauf ist denn die Wahrnehmung gerichtet? Das ist ja auch so eine Stressfalle, wenn wir die ganze Zeit im Stress sind, dann sehen wir auch nur das Negative. Was läuft nicht? Wo bin ich nicht so gut, wie ich es mir gerne wünschen würde? Was passiert in der Welt? Nur Negatives. Im Stress sind wir so in dem Negativmodus und da auch wieder die Selbstverantwortung und dafür braucht man halt auch die Energie, dass wir checken, was nehme ich denn jetzt gerade wahr? Sehe ich nur das Schlechte? Weil ich sage ja auch, in allem gibt es auch was Positives. Alles im Leben ist in Polarität. Da, wo Krieg herrscht, herrscht auch Frieden und so weiter. Und wenn wir da mal unseren Fokus auf das Gute richten und wo will ich hin und nicht auf das, was alles schlecht ist, das macht schon gleich was mit uns. Das sei mal dankbar, dass wir das Wasser anschalten können, dass wir eine Toilette haben. Das sagen auch immer viele, ja, weil vieles ist halt selbstverständlich, aber für mich ist gar nichts mehr selbstverständlich. Für mich ist alles pure Liebe und dann schwingt man auch in einer ganz anderen Energie und da kannst du irgendwie gar nicht mehr so negativ sein. Ja gut, negativ ist einfacher. Das ist also fürs Gehirn Das. ist einfacher. Thema Ja. Kopflastigkeit, es ist einfacher. Es ist zu kalt, es ist zu heiß, zu teuer, zu weit weg, zu nah dran und was auch immer. Zu dick, zu dünn, zu hässlich, also es ist ja endlos und diese Schleife ist wirklich einfacher. Gleichzeitig ist es wirklich anstrengend. Ja, es Ist geht mega an die anstrengend. Substanz und das Interessante ist auch, finde ich, also sagen wir mal, in einer Beziehung oder einer Partnerschaft hat man Streit. Und der intensiviert sich. Der hört irgendwie nicht auf, der Fokus wird immer mehr drauf gelegt, automatisch. Ich finde eine prägnante Frage sehr, sehr interessant, die oftmals so als Querschläger genannt werden kann, dass man reinwirft, so, Moment, ist das der Grund, warum wir zusammengekommen sind, dass wir uns streiten? War das das Ziel? Und dann ist das bei dem anderen meistens so, was? Nee, aber ja, nee. So, und dann ist so ein Break drin, wo man einfach wirklich die Chance haben kann, zu sagen, okay, lass uns mal beide hier jetzt rausgehen, okay? Wir beide. Und ein anderer Hebel, den ich gesehen habe, der sehr angenehm ist für beide Seiten, auch wenn eine Seite nur am Zoffen ist, die andere nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel die Person bist, die nicht zofft, dass du dann zu dem Partner sagst, jetzt beruhigen wir uns beide mal ganz schnell. Obwohl du dich gar nicht aufgeregt hast. Du bist nicht laut geworden. Und, Ja. weil es funktioniert nicht, wenn man sagt, du beruhigst dich jetzt, oder? Nee. Dieser berühmte Finger bringt ja auch schon, allein der Finger bringt schon viel auf die Palme. Und das ist so ein Punkt. Es gibt Möglichkeiten. Und das finde ich, ein Klient hatte eine sehr gute Aussage gemacht, weil ich am Ende der Begleitung, so nach 3 Jahren, zweimal verlängert, hatte ich ihn gefragt, was ich auch am Anfang auch gefragt hatte und was er nicht beantworten konnte. Wer bist du? Und am Anfang sagt er, ja, Marvin. Ich sage, okay, das ist dein Name. Aber am Ende der ganzen Serie sagte er dann eben halt, ich bin die beste Möglichkeit, meine Ziele zu erreichen und mich zu entfalten. Ich sage, wow, das ist eine gute Antwort. Also nicht, weil ich sie gut finde, sondern die passt. Ja, und das sind so Sachen einfach, okay, wer bist du denn? Wenn man mal fragt, also man kann das als Experiment nehmen und mal einfach 10 Leute random fragen, wer bist du? In der Regel 10 von 10 sagen den Namen.
Und das ist der Punkt. So, wer sind wir denn eigentlich? Wo stehen wir in der Realität? Wie will ich mit mir umgehen? Mit wem will ich aufwachen? Wo will ich alleine vielleicht aufwachen? Was für Essen? Thema Treibstoff packe ich da rein? Bin ich ein Ferrari oder bin ich eine Müllkippe? Geil. So, aber ich finde, die Menschen verstehen das, wenn wir das auch ein bisschen auch in Metaphern sprechen, weil ich bin auch so ein Mensch, ich lerne so gern durch Geschichten. Oder das, was du gerade gesagt hast mit den Streitereien mit anderen Menschen, da hilft es schon, wenn der eine Mensch bewusster ist. Da sage ich auch mal, die VW-Formel bringt da Wunder, weil ein Vorwurf hat noch niemanden weitergebracht, das macht es noch schlimmer. Ja. Dann äußere doch anstatt einem Vorwurf einen Wunsch. Du Schatz, ich wünsche mir, dass wir wieder in Liebe agieren, gewaltfreie Kommunikation, dass wir das in Ich-Botschaften verpacken. Und das ist ja auch mit der mentalen Unterstützung, wie du das so schön sagst. Also ich finde, als Coach darf ich keine Erfolgsversprechen machen, aber ich sage dennoch, das verändert deine komplette Welt. Auch wenn du nicht gleich dein sexy Popo hochbekommst, du vergisst es nie wieder im Leben, du änderst da unweigerlich was. Ja, ich find's schön. Wir haben, also eine Programmierung am Menschen finde ich sehr, sehr, sehr schön. Wenn wir einmal die Neugier entwickelt haben, Ja. Wissen anzuhäufen, werden wir uns niemals dagegen Nie. entscheiden. Und selbst wenn, haben wir nicht die Fähigkeit, uns dem zu entziehen. Die Neugier bleibt. Wenn wir eine Sprache gelernt haben, super. Zwei, super. Drei. Manchmal wird es schwierig und happig. Ja? Und wenn wir dann mehr lernen, wird es einfacher. Noch mehr. Ja, und deswegen sage ich auch vielen, bleib neugierig wie ein kleines Kind, aber mit einer erwachsenen Sichtweise. Ja, mega. Das ist wie ein Detektiv, wenn er sagt, okay, Ja. warum ist das gerade so? Was war vorher, was jetzt nicht ist? Und Genau. das Thema die richtigen Fragen stellen. Manchmal kommen Menschen auf mich zu und sagen, okay, Patrick, du redest mal von den richtigen Fragen. Was sind denn die richtigen Fragen? Dann sage ich, pass auf, ich weiß, was du willst, aber ich würde dir jetzt nicht das geben, was du erwartest, sondern ich sage dir, du wirst an die richtigen Fragen kommen, indem du ganz viele falsche Fragen stellst. Und wie erkennst du die falschen Fragen? An den schlechten Ergebnissen. Und an den Gefühlen, wie fühle ich mich? Ja. Das ist so ein wichtiger Aspekt. Unser Körper sagt uns schon alles. Und zudem mit dem, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln, habe ich ein geiles Bild. Es wird nie jemand vergessen, weil ich sage auch, du kannst dich nur weiterentwickeln oder hast mal erlebt, dass ein Schmetterling sich wieder zu einer Raupe zurückentwickelt hat. Sehr Das gut. geht nicht. Ja, man kann es versuchen. Ja. Das Thema Ängste, was löst dieses Wort in dir aus, das Wort Ängste? Also als ich meinen Job fallen lassen habe, ich war immer so auf Sicherheit bedacht. Ich habe auch immer mein Geld gespart, weil ich auch im Mangel groß geworden bin. Ich weiß, wie es ist, wenn alles knapp ist. Ich habe immer mein Geld gespart und dann dachte ich, oh Scheiße, jetzt verlasse ich meinen Job. Und heute, auch in der Selbstständigkeit, jeden Monat kann es anders aussehen. Und ungelogen, ich war noch nie so glücklich wie heute. Ich habe gar keine Angst. Und wenn ich eine Angst habe, wie jetzt mit meinen Workshops, wo ich jetzt starte, oh mein Gott, vor Gruppen sprechen, da weiß ich, boah, geil. Die Angst, wenn ich durch die Angst gehe, da wartet nur Wachstum. Und Angst ist doch nur eine Geschichte in meinem Kopf. Ich darf nicht immer alles glauben, was ich mir da selber kreiere. Gedanken sind keine Fakten. Und da ist es die Kunst. Und da sage ich ja, wenn du einmal dich gefunden hast, die Selbstliebe hast, dir vertraust, und in dir so eine richtige Sicherheit hast, so wie du kannst dich in dir anlehnen und alles ist gut, dann bist du unbesiegbar. Dann kann kommen, was will, Inflation überhaupt.
bin glücklich ohne Ende, weil ich weiß, alles ist gut. Und wenn ich jetzt vor einer Herausforderung stehe, wo ich so Angst habe, dann weiß ich, dann rufe ich tolle Menschen an, die mich unterstützen. Da möchte ich mal einen ganz großen Kontrast reinbringen, denn ich finde diese Aussage nämlich sehr, sehr interessant. Die ist auch weit verbreitet. Viele Menschen sagen, alles gut. Das ist so eine random Floskel. Alles gut. Wie geht's dir? Alles gut. Hast du Probleme? Nein, alles gut. Ich bin an den Punkt gekommen, um auch mal ein bisschen Querschläger zu sein. Ich sage, es kann nicht alles gut sein. Es ist aber auch nicht alles schlimm. Ja, es muss nicht immer die eine Extreme sein oder die andere. Ja, man kann einfach mal, ich bin müde von Headline-Antworten. Alles gut ist eine davon. Nein, es ist nicht alles gut. Ich bin dran. Das eine, wenn mich jetzt jemand fragt, zum Beispiel, wie geht's dir? Sage ich, gut. Wenn jemand aber fragt, wie fühlst du dich? Gehe ich kurz in mich und sage, ja, aber tut ein bisschen der Rücken weh, gut geschlafen, fühle mich ganz gut, richtig gute Termine heute. Auf den anderen einen habe ich weniger Lust, aber also generell fühle ich mich gut. Das ist eine richtige Antwort. Aber nur gut, muss ja, alles gut, ist so Standard. Es ist nie alles gut. Ich habe Dinge zu erledigen, wo ich keine Lust drauf habe. Also ist das zum Beispiel nicht gut. Ist eine Bewertung. Aber es heißt nicht, dass es die Hölle ist, sondern ich kümmere mich drum und ich mache das und ich gehe auch anders damit um, damit es für, also es mir nicht so schwer fällt. Aber dass immer alles gut ist, meiner Meinung ist es nicht so. In der Welt zum Beispiel ist auch nicht alles gut, sonst hätten wir die Kriege nicht oder ähnliches. Das sind natürlich auch Stresstests für die Länder. Ja, das ist ja Thema Länderresilienz. Das ist ein eigenes Thema dann. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie es mir geht, habe ich keine Lust drauf, das nervt, das ist schön, das ist kreativ, wow, da bin ich richtig gespannt. Und was mache ich jetzt erstes? Auf die ich keine Lust habe, das mache ich jetzt allererstes. Gerade weil ich keine Lust habe, ziehe ich es ran und sage, okay, ich mache das jetzt und mit so einer Leichtigkeit, weil ich nämlich keine Lust drauf habe. Statt zu sagen, ah, das mache ich später. Ja. Und das sind so Sachen einfach, auch Verhaltensmuster wieder. Ja, alles gut. Wie war das Wochenende? Gut. Es ist immer dasselbe. Anstatt mal andere Fragen zu stellen. Deswegen mit Menschen, die mir nahe sind, stelle ich die Frage, wie fühlst du dich? Menschen, die mir nicht so nahe sind, wo ich es weiß, es wird nur kurz und knackig, sage ich, wie geht's dir? Und da passieren ja auch die Wunder, wenn wir uns endlich mal so zeigen, wie wir sind und uns auch verletzlich zeigen, unsere Gefühle zeigen. Wenn ich meine Maske fallen lasse, dann trauen sich auch andere, ihre Maske fallen zu lassen. Ja, Und das schafft Verbundenheit. genau, das ist ja auch die Transformation. Ne? Also die transformieren ja ständig. Es ist ja auch interessant, nochmal ein Muster. Wenn du zum Beispiel Geburtstag hast, dann kriegst du bestimmt Karten, wo drauf steht, es ist schön, dass du so bist, wie du bist. Bleib so. Ich hasse Man es. weiß, was gemeint ist, aber man kann gar Ja. nicht so bleiben. Man Nee. will auch gar nicht negativ antworten im Sinne von, ja, danke, aber ich bleibe nicht so. Und man sagt einfach nur Dankeschön, das ist okay. Man weiß ja, wie es gemeint ist. Dennoch ist es interessant, wenn man die Menschen darauf aufmerksam macht. Ich bleibe nicht so, wie ich bin. Ich kann noch nicht mal so bleiben, wie ich bin. A, ich altere, das ist eine. Und B, meine Meinungen ändern sich mit jeder Erfahrung, sofern man kognitiv in der Lage ist dazu. Aber das ist ja alles, deswegen auch mein Buch für mehr Bewusstheit. Werden wir alle bewusster, weil nur wenn wir bewusst sind, checken wir auch die Dinge. Dann wird man auch nie sowas sagen, bleib so, wie du bist Ja, oder sonst irgendwas. das stimmt. Ja, das ist, also man merkt auch, man müsste wahrscheinlich 1000 Jahre leben, um nahezu fast alles aufzunehmen, zu transformieren. Ich glaube, selbst dann reicht es noch nicht mal annähernd. Selbstentwicklung. Und Entwicklung des Selbst. Viele haben das nicht ganz auf der Kette. Selbstentwicklung ist auch ein interessantes Thema. Ich bringe mal ein Beispiel rein, mal gucken, wie du darauf reagierst. Weil viele sagen, ich entwickle mich. Und ich sage, wir Erwachsenen können uns entwickeln, kleinen Kinder nicht. Und wir sagen, hä, warum das dann? Wenn man ein Baby, ein Säugling in der Hand hat, man schaut es in die Augen, ist da das Universum drin zu sehen. Kein Ego, kein ich muss so sein, nichts. Also das alles, aber nicht das. Und
Mütter sprechen ganz schnell von, wir wissen ja alle, was gemeint ist, aber Mütter sprechen ganz schnell von, mein Kind entwickelt sich toll. Ich sage immer, es geht nicht, weil es hat sich nicht verwickelt, um sich entwickeln zu müssen. Schön. Also die Wörter wirklich wörtlich nehmen. Als Erwachsener oder auch Spätteenager kann ich mich entwickeln, weil ich mich irgendwo verwickelt hatte. Das sind doch die, woher kommt denn das Wort wickeln? Entwickeln. Warum ist es so? Und daher die Sprache vielleicht mal weiterentwickeln oder anders nutzen, dass man sagt, okay, ich fördere mich selber oder ähnliches, ja, oder ich lerne mehr dazu. Aber entwickeln, ein Kleinkind, ein Säugling, das funktioniert nicht. Dass man das einfach nur auf dem Schirm hat. Man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, das ist klar. Das trainiert dennoch einen, bewusster zu reden. Und die Entwicklung des Selbst ist ja auch, wenn man jetzt mal einen Klienten fragt oder einfach random jemanden fragt, was ist das Selbst? Okay, wir können uns hinsetzen, 3 Tage erstmal drüber reden. Das ist eine Endlosschleife, die positiv ist. Nur gehst du auch in diese Thematik rein mit deinen Klienten, Selbstentwicklung und was ist dein Selbst? Ja, und auch sehr wichtig, und das wird da auch ans Fundament gehen. Wer bin ich? Was für Werte möchte ich leben? Was für Bedürfnisse habe ich denn überhaupt? Das wissen ja die meisten nicht. Das stimmt. Die Frage, wer bin ich, das ist ja so wichtig. Und das mit dem Entwickeln als Kinder, die sind intelligenter wie wir, weil wir haben ja alles wieder verlernt. Wir müssen einfach nur den Kindern zugucken, dann wissen wir, wie das Leben funktioniert. Aber wir haben ja alles tot gemacht. Du musst jetzt so sein, so, dass du mal was wirst. Und anstatt selbst entwickeln, finde ich da ein schönes Wort. Ich sage ja auch immer, ich bin für einen glücklichen Wandel. So ein Wandel, das finde ich, das macht einen auch irgendwie groß. Entwickeln ist halt immer so wie Zwiebelschicht. Wir tun die alten Muster weg und so weiter. Und ein Wandel geht ja auch immer wieder mit der Freude einher. Wenn wir uns erfreuen an den Dingen, die wir jeden Tag machen, dann können wir uns nur verwandeln. Das stimmt, hat ja auch was Magisches und Märchenhaftes, ne? Ja, genau. Ja. Also ich finde es richtig schön. Und Weiterentwicklung, sage ich immer, das macht unfassbar Spaß. Wie gesagt, wenn man merkt, boah, ich habe viel mehr Energie, ich nehme viel mehr wahr, Ja, wie wenn ich in dem Stress gefangen bin, in den alten Muster. das stimmt, das stimmt. Wir machen mal ganz kurz einen Schlenker zu einem Thema, was wir am Anfang hatten: Mutter sein als Wunsch. Berührt dich das noch? Also, als ich mich getrennt habe, da wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Und es war ja für mich ganz schlimm, weil um mich herum alle Familie gegründet haben und bei mir ging es quasi zurück. Ich stand ganz alleine da. Und da habe ich ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht und da zeigt es mir auch wieder, wir können viel im Leben planen. Aber Pläne sind ja bekanntlich dazu da, um durchkreuzt zu werden. Und Patrick, heute bin ich dankbar, dass ich keine leiblichen Kinder habe. Heute mit Abstand betrachtet, weil damals habe ich so, das muss halt so sein, Kinder, es war auch mein größter Wunsch. Heute kann ich das ja aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ein Leben mit einem Kind ist ein komplett anderes Leben, wie jetzt meins als sexy Single Lady. Kann machen, was ich will. Und ja, das ist wirklich, ich sage immer, so die größte Aufgabe als Mami. Und da finde ich es auch so wichtig, die gesunde Stressbewältigung, dass das auch vor allem die Daddys, die Mamis an die Hand bekommen. Und heute, ich liebe mein Leben so und ich verspüre keinen Kinderwunsch. Wenn ich Babys sehe, ich denke immer, ja, tolle Lebewesen, das ist ein Wunder für mich. Aber in keiner Phase verspüre ich noch irgendwie einen Funken, ich hätte es auch gern gehabt.
Ich habe sogar auch den Namen gehabt, die Nevia. Ich wollte immer eine Tochter. Und es bleibt immer in meinem Herzen. Und ich fühle mich verbunden mit allen Menschen, wenn ich Kinder betrachte. Ich unterstütze die Menschen und auch ich liebe einfach alle. Und ich finde, das Leben ist schön, auch wenn man kinderlos ist. Mit Zwang, mit Druck kann man kein Leben erschaffen. Und da finde ich, dass wir so einen mentalen Rückschritt machen, aus einer anderen Perspektive drauf gucken, jetzt hat es bei mir nicht geklappt. Ach so, dann kann ich mich ja um andere Kinder kümmern, für die meine Liebe geben. Oder wie ich jetzt die Kinder meiner Schwester, ich bin immer da. Es Ja. gibt immer Möglichkeiten, egal was im Leben passiert ist, wir haben immer die Kraft dazu, wieder aufzustehen. Richtig. Und ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt in dem Bereich, das nimmt auch, glaube ich, sehr viel Druck von vielen Frauen, die Mütter werden wollen und es vielleicht auch nicht können, ist, wir müssen das nicht als auferlegt erfüllen. Dieses, wenn du nicht Mutter bist, dann bist du nicht eine ganze Frau. Das ist nicht dasselbe. Ja, also A, man kann nie nicht eine ganze Frau sein, selbst wenn ein Bein fehlt oder ähnliches. Also da ist schon wieder das Thema, wie definiert man eine Frau oder einen Mann, was auch echt wenige Menschen können, meiner Meinung nach, gerade in der oberflächlichen Zeit, die wir heute leben. Es gibt auch, ne, Tiefe und so, aber viele sind oberflächlich. Es ist, also Thema Frau, da habe ich ja, glaube ich, auch am Anfang mit dir drüber geredet, was jetzt, glaube ich, hier nicht zu sehen sein wird, ist die richtige Frau. Oder eine richtige, doch, glaube ich, eine richtige Frau ist eine Arte-Doku, vielleicht kann ich es auch nochmal verlinken, was aufklärt, dass es ein Mythos ist, die richtige Frau oder die erfolgreiche Frau. Die perfekte Mutter. Ja, genau, das war das, glaube ich, die perfekte Mutter. Es ist Mythos. Es gibt es nicht. Es gibt nie. Also perfekt ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja, und selbst wenn man sagt, okay, das ist perfekter Kreis. Ja, dann gehen wir noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer, also ranzoomen bis zum Bob, hast du das Gefühl, dass du völlig daneben gehauen hast. Es ist immer eine Frage der Perspektive und der Betrachtung an sich. Ich glaube einfach, wenn viele Frauen es schaffen, sich da rauszunehmen aus diesem Konstrukt, so und so hat man zu sein, dann fängt man an zu leben. Dann ist man bei sich und das finde ich sehr, sehr wichtig. Klar kann man dir jetzt unterstellen, ach, du tust nur so, du hättest bestimmt immer noch gerne eine Tochter. Ich habe das Gefühl, du hast es bearbeitet. Du drückst es nicht weg. Und Genau. das ist auch so eine Sache, Patrick. Mir ist es so egal, was die Leute denken oder sprechen. Meine Energie lügt nicht. Und ich bin auch ein Mensch. Würde ich Schmerz dabei empfinden? Ich würde das sagen. Ich würde sagen, Mädels, mir tut es noch voll weh. Aber das ist einfach nicht so. Und da ist ja auch so, dass ein Wundermittel, die Akzeptanz und die Annahme dessen, was ist, es hat bei mir nicht funktioniert. Und ich hätte ja noch 9 Jahre Zeit gehabt. Ich wollte nicht. Meine Familie hat immer gesagt, Kathi, jetzt such dir einen gescheiten Mann, um eine Familie zu gründen, aber irgendwann wollte ich nimmer. Ja, genau, weil du hörst auf deine innere Stimme. Und das ist Ja, das, was zählt. Ja. ich lebe mein Leben und nicht das, was die Gesellschaft für richtig erachtet oder für wertvoll erachtet. Ich definiere das, was für mich wertvoll ist und was mich glücklich macht. Und da haben wir es wieder, da beginnt alles wieder mit dir selbst und nicht mit anderen, was aus draußen ist. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Ich musste ja grinsen, als ich das gelesen hatte und das auch falsch gelesen hatte, aber auch lustig. Bei dir steht auf der Website Glücksletter. Ich habe gelesen Glücksritter. Klar, offensichtlich ist es ein Newsletter. Warum hast du den Glücksletter genannt? Weil sich bei mir einfach alles ums Glücklichsein dreht, weil egal, was ein Mensch jeden Tag macht, wenn man alles, wirklich alles runterbricht, steht immer das eine, wir wollen alle nur glücklich sein. Und da versende ich jeden Montag um 5 Uhr morgens, trudeln die Glücksletter ins Postfach ein, mit wertvollen Impulse, mit Rezepte für Foodporn.
oder Brain Food, sage ich immer, mit Tools, mit Ideen für ein geiles Leben. Sehr Also, schön. um glücklich zu sein. Ich werde heute abonnieren. Ja. Das ist schon fest. Also das kann ich auch jedem anderen dann empfehlen. Ich habe den zwar noch nicht gesehen, so ehrlich bin ich auch, aber ich werde ihn heute abonnieren und werde vielleicht auch nochmal Erfahrungsberichte irgendwie bei Instagram hoffentlich verlinken. Dennoch bin ich der Meinung, dass es definitiv wahrscheinlich genauso gut sein wird, wie das, was du auf deiner Website komplett hast, also anbietest und zeigst, so wie das, was du auf Instagram zeigst. Dann glaube ich schon, dass es sehr passend ist. Schau auch da gerne mal rein, ist alles in der Infobox verlinkt. Was bringt dich, Kati, dazu, dass deine beiden Augen leuchten wie bei einem kleinen Kind? Also meine Augen leuchten eigentlich jeden Tag, wenn ich aufwache, weil ich liebe mein Leben unfucking fassbar. Ich bin neugierig. Ich gehe auch immer Waldbaden oder so. Ich beobachte die Menschen. Ich erfreue mich an den Wolken, an den Formen. Das klingt immer für viele ein bisschen arg komisch, aber wirklich so das Wesentliche. Und ich liebe über alles meine geliebte Familie, Foodporn, Essen. Das ist für mich auch irgendwie so was Sinnliches und ich lieb einfach mein Leben und bin dankbar, Erfahrungen machen zu dürfen. Und die Erfahrungen hier auf der Welt, die werden immer schöner, umso besser wir auch mit unserem Stress umgehen können, weil das Stress legt über alles so einen grauen Schleier. Das stimmt, das stimmt. Und da bin ich auch dafür da, dass wir den Schleier wieder lüften und dann plötzlich entdecken wir, hä, wie geil ist das? An der Welt haben wir nichts verändert, sondern in unserer Welt. Da können wir so viel verändern und da sehen wir auch alles anders. Ja, was eine Auswirkung hat auf die externe Welt, also wenn wir uns Ja. ändern. Hast du eine Frage an die Zuschauer? Eine Frage? Auch Positiv einen Wunsch. oder Ich kann auch einen negativ? Wunsch äußern an Oder? die Zuschauer. Ja. Ein Wunsch wäre vielleicht schön. Also ich würde mir für jeden Menschen wünschen, das ist auch so ein Tool, um Stress abzubauen, dass wir uns da mal bewusst machen, dass jeder Mensch den Mut hat, Dinge zu ändern, die wir ändern können, die Gelassenheit kultivieren, um Dinge anzunehmen, zu akzeptieren, die wir nicht ändern können, und die Weisheit, dass wir das eine vom anderen unterscheiden können. Das nimmt so viel Druck raus. Ja, Das würde ich mir für jeden Menschen wünschen und mehr bei sich zu sein. das ist ein schöner Wunsch und ich glaube, der wird auch von vielen erhört. Kommentiert gerne einfach drunter. Wir werden auch dazu kommentieren, sofern Kommentare auftauchen und dann mitdiskutieren und mal schauen, was dann bei rumkommt. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich sage auch erstmal Dankeschön für dieses Interview. Alles findet ihr an Fragen oder Antworten auch in der Infobox. Wenn ihr an Kati Fragen habt, dann könnt ihr auch direkt rüber switchen auf die Website oder E-Mail oder Newsletter oder Instagram. Könnt ihr alles gerne machen. Kati, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Sichtweise. War sehr inspirierend. Und vielleicht gibt es noch ein anderes Video in der Zukunft. Ja, ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.